Jo, servus hier zu Kochen mit Maxi, Teil 2. Mich freut es, dass der erste Teil, wo ich diese belegten Brote da gemacht habe, so gut angekommen ist. Ich muss mir jetzt ein wenig hier hockern, weil sonst die Kamera mich nicht ganz aufnimmt. Heute war übrigens unter dem Rasenmäher beim Friseur. Hat mir wieder Sommerfrisur schneiden lassen. Jetzt geht's wieder ganz frisch. Ja, und heute, wie man schon im Titel unschwer erkennen kann, geht es um Palatschinken. Und für die Deutschen in der Runde, ne, da haben wir Pfannkuchen. Ja. So, was braucht ihr mal für Palatschinken? Also, es kommt darauf an, wie viele Leute ihr seid in der Familie. Also, ich bin jetzt da, weil meine Familie hat mich gerade verlassen. Die sind ohne mich auf Urlaub abgehauen. Es ist ja Wahnsinn, dass man das anvertraut, dass ich da auf die Wohnung aufpasse. Ich hoffe, die stehen, aber wenn sie nach 2 Wochen wieder zurückkommen. Und zu viert kommt es ruhig. Viel mehr Palatschinken, Teig machen als für mich allein. Für mich allein mache ich jetzt halt nur zum Beispiel die Hälften. Also ich nehme jetzt 1,5 Liter Milch, dann nehme ich 250 Gramm Mehl, ein griffiges, 3 Eier und eine Prise Salz und einen Löffel Öl und das war's eigentlich schon. Mehr brauchst du dazu nicht. Also das Rezept ist wieder mal deppeneinfach. Das heißt für mich super. Und vielleicht da draußen natürlich auch, dann braucht es euch nicht so viel merken, gell? So, dann fangen wir da. Ich hoffe, ihr seht es da alles. Da ist eine Waage mit so einem Topf drauf. Da ist jetzt noch nichts drin. Dann schalten wir mal ein. So, und dann mische ich schon mal das Mehl ab, das Griffige. Ich hoffe, man sieht das jetzt alles da. Ich habe das ja ganz professionell gemacht mit dem Stativ da, weil mit einer Hand die Kamera halten und mit der anderen kochen, das war ja nicht so geschickt. Also. So. 253, aber das ist ja die 3 Gramm dort für oder zwängt, das macht eigentlich nichts. Das ist mehr so eine Gefühlssache. Und so, dann kommen wir schon zum nächsten Teil. Also ich gebe dann immer gern die Eier rein. Also ich habe da jetzt so 6er Karton Bio-Eier gekauft und 3 braucht man ja, wie schon gesagt. Und ich gebe immer zuerst die Eier rein, weil ich habe mir ganz gescheit die Milch zuerst reingelatscht und dann die Eier und dann habe ich das Blatsch und überall zueinander gespritzt. Also lieber zuerst die Eier reingeben und dann erst die Milch. So, könnt ihr auch sehen, wie die ausschauen. Ich hoffe, man sieht das echt alles. Jo. Und gleich Biomüll reinhauen. Die Schalen. So, wenn dann die 3 Eier reingehauen sind, dann können wir das eh wieder ganz normal in den Kühlschrank reinstellen. Nicht, dass es noch hin werden, die schönen Eier. So, und dann habe ich heute eine ganz frische Vollmilch gekauft. Da nehmen wir jetzt, wie gesagt, 1,5 Liter. Jetzt habe ich natürlich ganz gescheite Messbecher vergessen. Da ist er, ja. Also bei 1 Liter, das ist ja genau 1 Liter Packung, da könntest du das voll reinhauen, aber beim 1,5 Liter misse ich aber ab. Das mache ich nicht nach Gefühl. So, und das ist ein Prost. Ein genau 1,5 Liter ist auch jetzt da mal raus. Und den lädt man dann so zusammen, dass das halt eine schöne Masse wird. Ja, und das kann man dann alles in den Kühlschrank rein tun. So, und ihr seht schon, ich bin relativ vorbereitet, weil das muss ich mir jetzt erst einmal Mixer herrichten, so gescheit wie ich bin. Thank you.
gescheit sitzen, weiß ich nicht, aber ich hoffe. So, da, genau, jetzt war es natürlich gescheit, wenn man die Waage immer weggabert. Und dann geht es halt ans Umrühren. Da könnt ihr halt, wie gesagt, die ganze Masse zusammenhauen und das dann, dass das so richtig ein cremiger Teig wird. Da erzähle ich jetzt kurz mal einen Tipp. Jetzt passt es aber gut auf, weil der Tipp ist echt Gold wert. Also, und jetzt mal. So, ich hoffe, ihr habt den Tipp alle verstanden, ist recht ein guter Tipp. Also, den könnt ihr ruhig einmal nachmachen. Und so schaut das jetzt aus, also fertig verrührt, dass das da gar keine Knete und so sind. So, und jetzt braucht nämlich der Teig ein wenig Ruhe. Jetzt müssen alle ganz leise sein, weil jetzt schlaft er so ca. 10-20 Minuten, dass er jetzt einmal rasten muss. Jetzt stellen wir mal in den Kühlschrank. So, und jetzt ist das Ganze schon fertig. Nimmt die Kamera noch auf, ja, brav. Ich kann mit der Kamera nur 30 Minuten maximal aufnehmen, aber so lange werde ich ja hoffentlich eine brauchen. Ja, und das war eigentlich schon der Palatschinkenteig. Also, was braucht man damit dafür? Kräftiges Mehl, Eier, Milch, Öl habe ich jetzt noch nicht dazu, dann das tue ich dann einen Löffel dazu, das ist einfach, damit es dann besser bindet und auch einen Geschmack und eine Prise Salz, die kommt dann auch später noch dazu. So, und jetzt ist nämlich das Blöde, jetzt muss ich da ein wenig zusammenrahmen, der Teig muss ja noch rasten und jetzt könnt ihr mir ein wenig beim Aufrahmen zuschauen, das ist das Allergeschickteste an der Arbeit, dass man da was zum Tor hat und das nachher nicht mehr so schier ausschaut dann. So, jetzt werde ich die zweimal waschen. Den Mixer nicht waschen, weil da haben sie dann nicht so Freude, wenn sie heimkommen und der Mixer geht nicht mehr, weil Elektronik und Wasser, das mag nicht so. So, und da habe ich übrigens so eine Pfanne, das ist so eine Crepe-Pfanne oder Palatschinken-Pfanne. Ihr könnt es aber auch ganz normal nehmen, der Unterschied zu der ist einfach, dass sie ein wenig flacher ist, also wie man da schon sieht. Und ja, dass halt dadurch die Palatschinken ein wenig schöner werden. Ja, und was nehme ich eigentlich zum Palatschinken außer da? Also da habe ich dann meinen Topf und da suchen wir dann so einen Schöpfer. Jetzt muss ich auch suchen, wo wir den wieder haben. Wo haben wir den denn wieder? Jetzt einmal fürs Erste tut es so ein, ist einfach ein Schöpflöffel, immer aus Plastik oder Metall
Und dass jetzt der ganze Schöpfer so voll ist und das ist dann praktisch eine Menge. Also meine Familie und ich mag es ja so, dass Ballschinken nicht recht dick sind, sondern eher weniger dünner halt. Dafür gehen auch mehr raus. Und ja, das schmeckt uns einfach dann ein bisschen besser, als wie wenn es so dicke Crepes sind, wie wenn man es wo kaufen da zum Beispiel am Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, den gibt es übrigens dieses Jahr wieder. Sonst bin ich beleidigt, weil ich keine Nutella-Krebs essen kann. So. Ich hoffe, man sieht das wirklich die ganze Zeit, dass ich mit euch da rede und das aufnehme, weil ich mache das erst zum ersten Mal mit der Kamera. Also das Format hat jetzt schon 2 Folgen, weil ja das erste sogar angekommen ist und das haben sie schon ein paar Leute gewünscht, dass ich zweites mache. Naja, jetzt habe ich ein paar Schinken gemacht, weil es einfach ist und schnell geht. Und ja, jetzt schauen wir, ob dann dieses Format noch weitergeführt wird oder nicht. Muss ich mir erst einmal überlegen. Aber wie es halt ankommt bei den Leuten nicht. So. Alles wieder schön hinräumen, dann hat man keinen Stress nachher. So, und dann die Palatschinken. Genau, und zum Außerbacken, oder ja, kann man sagen, Außerbacken, gibt es auch ein wenig Differenzen. Mache ich nehme noch Öl, mache ich nehme noch Butter. Ich bin mehr bei der Butter, weil es einfach geschmacklich besser ist. Und bei der Butter kennt man es einfach, wenn es schon fertig sind. So beim Öl, da bin ich aber ein wenig vorsichtig, weil das brennt dann so schnell. Also, brennen in dem Sinn, dass recht heiß wird und dann zum spritzt. Ja, das ist einfach nicht so meins. So, da haben wir das Mehl. Genau, Öl und Salz hätte ich, da stehe ich aber noch den Teig rein, dann ha, ganz gescheit wieder mal. So, und jetzt müssen wir ja noch mal warten, bis er rastet. Der schafft bestimmt eh schon im Kühlschrank, also wird er schon ganz mies sein. So. Und dann ist da diese wundervolle Butter. Und am besten ist für jede, also nach jeder Palatschinke, du hast wieder so ein Stück Butter rein, das ist eh nicht größer als so, jetzt sag ich dann eher, schneidest du dann ein wenig her, ist so eigentlich gar nicht, weil, also es ist rein vom Geschmack her und dass es sich dann leichter löst von der Pfanne, weil sonst werden, also Palatschinken kannst du sagen, wenn du das eine tust, brauchen es etwa 1/2 Minute, bis dass du das halt dann einmal umdrehen kannst. Und mit der Wenn du das ohne Butter machst, ohne Fett, dann wärst du halt voll schnell braun und du erkennst das halt nicht sofort. Also ich nehme nach jeder Palatschinken ein Stück Butter, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Sieht meine Daumen, mein ganzes Gesicht nicht so, gell? Wenn ich da so stehe, dann sieht man nur meinen Mund und das war's, aber ist sehr, sehr viel gescheiter, weil das andere Gesicht ist eher so schief. Und ein weiches Messer, genau, nicht so scharf ist, weil da kannst du ja schneiden und bei mir weißt du auch nicht, was da einfällt. Ja, und wie gesagt, so ein Stück Butter, mehr braucht es gar nicht. Also am Anfang tut es vielleicht ein bisschen mehr Fett rein, dass sich das einmal ein bisschen einwirken lässt, weil man sagt ja immer gern, die erste Palatschinke, die wird nichts. Das gibt es gleich mal ein Vater oder ein Buben, die essen das ja so oder so. Die erste Palatschinke, die ist ja immer ich, weil ich finde, das schmeckt eigentlich gar nicht so blöd. Ausschauen tut es halt nicht so gut, weil seitdem die erste ist, weil da die Pfanne noch nicht so erhitzt ist. Aber sonst, nach der Reihe geht es dann nicht die zweite, dritte, vierte, geht er schon dahin. Wie in Wern.
So, ja, mit dem Stativ habe ich mich gerade auch weniger beschäftigt. Also, wenn du da so an dem Hebel drehst, kannst du so eine, die Kamera bewegen. Seht ihr es eh? Und ich habe es jetzt gerade so gehabt, ich hoffe, man hat das wirklich gerade die ganze Zeit gesehen. Sonst war es ein bisschen blöd. Aber die Leute, die mir zuschauen, die kennen mich eh schon, die wissen eh schon, dass ich ein bisschen einen Scherer habe. Naja, ist halt so. So, und jetzt würde ich sagen, genau, was braucht man nur zum Wenden? Dann nimmt es eher so einen Küchenfreund oder Küchenhelfer. Warum der Küchenfreund heißt, weiß ich auch nicht. Aber ich bin froh, weil das ist ja mein einziger Freund. Ich habe ja keine anderen seit live, aber ist halt auch so. Wo haben wir denn jetzt wieder versteckt?